So, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Wir sind heute in einem verlassenen Hotel und das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. In diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an der Rezeption an. Ja, ihr seht, das ist schon wieder so viel, was man sich hier anschauen kann. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das Gebäude an sich ist echt riesig groß. Deshalb denke ich, werden wir ja einige Stunden hier auf jeden Fall bleiben. Ihr seht, hier hängen noch die ganzen Schlüssel für die Zimmer. Ich hoffe, die brauchen wir nachher nicht, weil die Zimmer sind offen. Und genau das erwartet uns hier noch alles. Sehr gespannt bin ich auf die Kegelbahn und auf das Schwimmbad. Ja, da liegt noch so einiges vor uns. Und diese Stühle, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Dieselben haben wir auch im Garten. Haben zwar nicht allzu lange gehalten, beziehungsweise halten auch gar nicht so lange, aber sie erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das sollten wir uns mal als erstes anschauen. Die Tanzbar. Erik, Treppe runter, dann geht's los. Was? Guck dir das mal an. Also hier sind wir, das ist Rezeption. Okay. Da sind wir, glaube ich, irgendwo reingekommen. Wenn wir den Weg hier weitergehen, kommen wir da hinten noch zum Schwimmbad. Ja, das möchte ich auch gerne sehen. Da gibt es noch Konferenzräume. Und die Bowlingbahn, die hast du ja jetzt noch nicht gefunden. Die müsste unten sein. Gut, wir gehen jetzt einfach runter zur Tanzbar. Also das müsst ihr euch jetzt echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist richtig fett. So, Freunde, mit dem Tanzlokal sind wir durch. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. War auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwartet. Und richtig freue ich mich eigentlich auf die, Kegelbahn. So, wo sind die anderen Herrschaften jetzt? Die sind hochgelaufen. Oder? Ja. Damit sind wir in der zweiten Etage jetzt. Hier geht es rechts zur Sauna, zu der Wellness. Schauen mal hier rein. Ja, Vandalismus ist auf jeden Fall mehr als genug zu erkennen. Schauen wir uns mal die Sauna an. Hier ein weiteres Zimmer, aber ich denke, das können wir alles kurz und knapp fassen, denn im Grunde genommen ähneln sie sich alle. Ja, hier sind noch die Überreste eines Tresors. Und hier kommen noch ein paar interessante Büroräume. Und ich glaube, Erik hat auch schon etwas Interessantes gefunden. Ja, es geht, also es muss ja jeder Betrieb, glaube ich, haben, so eine Gefährdungsbeurteilung. Okay. Da stehen dann halt ja, mögliche Gefährdungen drin und wie denn der Sachverständige das beurteilt hat, das geht dann von 1 bis 4. Ja gut, das muss ja jeder Betrieb machen, ne? Genau, 1 ist erfüllt, 2 muss erledigt, behoben werden, 3 nicht gegeben, nicht erforderlich und 4 ist keine Beurteilung. Und gibt es irgendwelche Mängel? Bis jetzt sehe ich hier eigentlich nur 1. Und? Das wäre? Und 3 und 4, also 2 habe ich nicht gesehen. Aber es ist ganz interessant, was da alles so drin steht. Ja, ich kann euch das leider jetzt nicht genau bis ins Detail zeigen, ganz einfach um den Standort nicht zu verraten, was hier auch sehr schwierig ist, weil ja, hier übersieht man schnell mal irgendwas. Und zweitens auch ganz einfach, das was mit Datenschutz zu tun und das wollen wir nicht, dass wir da jetzt bis ins kleinste Detail ja, alles zeigen.
wir sind durch und wir gehen jetzt mal in den Saunabereich. Ja, ich habe schon gesagt, die Zimmer, die können wir eigentlich kurz fassen. Die sind zum größten Teil alle identisch. Ich werde ja bestimmt noch so ein, zwei Suiten haben. Kann man hier gerne mal genauer ansehen. Was ja wohl mal wirklich cool wäre, wäre so eine Nacht in einem verlassenen Hotel, ganz alleine. Mit Erik. Wollt ihr das sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, dann. Natürlich wollen die das sehen. Dann kommt er aus dieser Nummer bestimmt auch nicht mehr raus. Aber doch, ich glaube, das wird eine interessante Sache werden. Ja, hier müssen wir so ein bisschen aufpassen. Möglichst nicht gesehen zu werden. Ja? Die Sportgeräte stehen noch. Die Sportgeräte stehen noch ordentlich. Jetzt geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ja, aber erstmal können wir in den Bereich gehen. Der ist super schön. Ich weiß nicht, ob es mal ein Friseurladen war oder ob es nur zum Tanzen war, weil von der Größe. Was? Tür aber dann. Ja, deswegen lasse ich mich deswegen aus. Das war vielleicht so der Beauty-Bereich gewesen hier. Schöne Nägel, schöne Wimpern. Du kommst ein bisschen zu spät, es tut mir leid. So, und jetzt will ich aber mal die Sportgeräte sehen. Jetzt ein Traum für mich in Erfüllung. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen in die Hocke. Ganz ehrlich, wie dumm muss man sein, Sportgeräte kaputt zu machen? Ja. Geil. Das ist echt geil. Habe ich in 6 Jahren noch nicht gesehen. Das ist echt geil. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, bis vor kurzem konnten wir 3 Monate lang nicht mehr zum Sport gehen. Und hier stehen sie rum, die Geräte, und werden zerkloppt. Hätte ich das, ja. Hätte ich das vor 3 Monaten gewusst, ich wäre hierher gefahren, ich hätte hier Sport gemacht. Total geil, Hammer, wirklich. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Gut, also ein kleines Zwischenfazit. Erik, was sagst du? Ich muss sagen, ich finde es geil. Wir haben schon etliche Hotels gesehen. Habt ihr das Blubber Wasser schon eingelassen? Ist wieder ein Knaller, also zumindest riecht es schon so gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal das gefunden. Das ist super schön. Also jetzt mal nicht ganz so schnell, Isa. Also hier haben wir Toiletten. Ja. Genau. Hier sind Duschen und Umkleidekabinen. Und hier ist dann der Schwimmbereich. Also das muss schon recht Loberschuppen gewesen sein hier. Gut, dann bleibt uns hier unten jetzt eigentlich nur noch die Saunalandschaft. Und Erik ist auch schon unten. Ich denke, auch die wird sehr adäquat aussehen. Das hier ist jetzt nur ein privater Raum gewesen. Hier hätten Gäste keinen Zugriff drauf. Staubenlampen, Reiniger etc. Wir fangen mit dem Dampfbad an. Das ist schon wirklich wie so ein Déjà-vu, mal wieder in der Sauna zu sitzen. Ich gehe regelmäßig in die Sauna, konnte das jetzt allerdings seit 3 Monaten nicht mehr tun. Und ja, ich vermisse das schon so ein bisschen. Ich habe gehört, hier soll noch was ganz Interessantes sein. Ja, wir haben hier noch ein Schwimmbecken, wo du sogar noch Wasser mit drin hast. Ist zwar ekelhaft, aber Wasser gut. Und die Fälle, das ist so. Das ist abgefahren.
dass da jetzt noch Wasser drin ist. Ja, es ist ein schön warmer Sommertag. Also eigentlich, was hindert uns daran? Und hier ist auch noch mal eine Sauna, ja? Genau. Jetzt geht's auf jeden Fall erst einmal wieder nach oben. Ich kann dir leider nicht sagen, wo die beiden sind. Eigentlich hieß es ja, wir bleiben hier zusammen. Das hat nicht funktioniert. Ja, anfänglich hieß es, wir bleiben zusammen. Ich denke, das hat man in Italien. Wir werden schon irgendwann über den Weg offen. Also die Bowlingbahn muss ja theoretisch unten sein, ne? Ja, hier gibt es nur die Zimmer. Das heißt, wir können hier relativ schnell durchlaufen. Hier hinten gibt es nochmal ein großes Zimmer. Ja, dein Feuer frei. Das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Ah, das ist ein ganz wilder, wa? Ja, er hat Angst. Jetzt machen wir die Tür auf, dann kommt er raus jetzt. Mensch, der lässt sich ja sogar streicheln, wa? Ja, das ist ganz verängstigt. Sonst versuch ihn doch mal anzufassen. Der kommt hier allein nicht raus. Zupacken, ne? Ja, fast. Komm. Ich stelle mich hier hin. Nee, der will schon nicht mehr. Das war die falsche Richtung. Uiuiui, ja, er ist draußen, wunderbar. Ziel gerettet. Und jetzt müssen wir weiterhin erst einmal die anderen suchen gehen, ne? Hier sind jetzt noch mal ein paar andere Zimmer. Wie gesagt, die meisten ähneln sich. Das hier ist mehr so eine, machen Sie mal der Stube. So eine Suite. Das ist cool. Man hat richtig geilen Blick auf den Wald hier raus. Oder auf die Parkanlage. Eigentlich ist das echt nicht nachvollziehbar, wie ein Hotel in so einer Lage den Betrieb einstellt, weil ihr seht selbst, es ist eigentlich total idyllisch hier. Auch für die Wintermonate stelle ich mir das jetzt ziemlich gut vor hier. Ne? Mit ein bisschen Schnee noch und alles. Das hat schon was. Tja, so sieht das Ganze also aus der obersten Etage aus. Und ich denke, man kann schön sehen, wie groß dieses Hotel eigentlich ist. Ja, wir sind soweit durch. Uns fehlt wirklich nur noch eine Sache. Und das ist eine Sache, die wir eigentlich auch unbedingt sehen wollen. Und zwar die Kegelbahn. Die anderen beiden sind weg. Die finden wir nicht. Ja, die finden wir später. Ich habe sie gerade gehört. Ja, die sind auch irgendwo da runtergegangen. Aber ich will den da jetzt nicht mehr. Gut, wir suchen jetzt die Kegelbahn. Ich würde sagen, wir sind ja hier im Obergeschoss. Wir gehen jetzt bis zum Ende und dann runter zur Kegelbahn. Zur Rezeption und da muss ja irgendwo die Kegelbahn sein. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Eine kleine Info nochmal am Rande. Wir haben jetzt übrigens unseren eigenen Shop. An dieser Stelle vielen Dank, Patrick, dass du uns das ermöglicht hast. Denn um euch mal kurz aufzuklären, der Patrick, der hat das alles gemacht, der hat das alles designt, der hat da viel Arbeit investiert. Und ja, schaut mal hinein. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da sind auf jeden Fall viele coole Sachen mit bei und über Feedback würden wir uns an dieser Stelle natürlich freuen. Wisst ihr, was total cool ist? Wenn man jetzt so wie ich hier ganz alleine ist, die anderen sind wohl schon eine Etage tiefer, diese gespenstische Ruhe, man hört nichts. Ich finde, das ist absoluter Hammer.
So, Freunde, wir sind bei der Kegelbahn angekommen. Lange hat es gedauert. Jetzt haben wir sie gefunden. Ist das nicht abgefahren? Als wenn hier die Zeit einfach stehen geblieben ist. Sind da noch ein paar Kegel da? Ja, Kegel sind da und Kugeln haben wir da auch noch ein paar. Genau. Vorne muss ein bisschen aufpassen, weil das Holz sich schon aufhört. Okay, na, ich geh mal hin. Also für alle, die mal wissen wollten, wie es eigentlich hinter einer Kegelbahn aussieht, so sieht es hier aus. Ne? Damit werden dann die Kegel auch wieder hingestellt, nachdem sie umgekippt sind. Und ja, das ist alles schon ganz ausgeklügelte Technik hier. Sehr, sehr erstaunlich, dass das hier noch so vorzufinden ist. Also zu guter Letzt nochmal, werfen wir nochmal einen Blick in die Küche. Oh Mensch, steht da noch allerhand rum. Ja, alles halt nur so runtergekommen, ne? Ah, das sieht schon so ein bisschen ranzig aus. Ne? Also es scheint gar nicht... Entschuldigung. Also ihr seht, eine riesige Küche. Bei einer Maschine, da bin ich ein bisschen am Grübeln. Und zwar... genau die hier. Keine Ahnung, was es hier mit auf sich hat. Was das ist? Waschstraße. Eine Waschstraße? Ja, für Geschirr. Ja, das könnte durchaus Sinn machen, weil hier auch das... Hier ist ein Waschbecken. Tja. Also ich weiß nicht genau, ob man das Waschstraße nennt, aber ich würde das jetzt einfach mal als solches... Ich habe erst gedacht, da wurde... was foliert, weil wenn man sowas ähnliches auf Arbeit, da kommt Fleisch rein, wird dann foliert hinten wieder rausgeschoben, aber das macht ja hier gar keinen Sinn. Ich denke von daher, dass es irgendwie ja, tatsächlich sowas zum Waschen ist. Ich denke, das wird so sein. Wenn ihr es wisst, ne, dann schreibt es mal in die Kommentare. Interessiert uns echt blendend. So, Freunde, wir haben das Hotel wieder verlassen, sind auf dem Weg zurück zum Auto. Und ja, ich hoffe, euch hat die Location gefallen. Ich fand sie echt hammergeil. Hat mir wirklich super gefallen. Ich fand das total cool mit den Sportgeräten, also diesen Fitnessraum, die Bowlingbahn etc.
Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Location fandet. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.